und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Enemy. Genau, und wir haben eine Waffenkampf-PvP-Folge. Heute ist wieder ein Arena-Kampf und zwar, wie gesagt, ein Arena-Kampf, wo Diamanten quasi in die Kiste als Einsatz eingesetzt werden. Und naja, man sieht's, ich habe 4 Diamanten als Einsatz, weil ich insgesamt 36 habe. Du hat keine, hat der ein Glück. So, du hat schon gestartet, mal gucken, was rauskommt. Das, was ich so gar nicht mag. Keine Heilung, es darf immer abwechselnd geschlagen werden. Ach ja, das hat man schon mal gehabt. Das ist schon. Ja, genau. Das ist schön. Welches war das? Weil da gab es ja einen Schreibfehler. Ich muss mal unten gucken. Rundenbasierende Rot. Nur Minecraft-Items, keine Heilung. Es gibt ja auch ein Gelb, aber diesmal bist du der als erstes schlagen darf. Okay, das hatten wir schon. Das stimmt, ja. Richtig, das hatten wir, ja. Mhm. So, na gut, ich mute mich mal, bereite dich vor und dann passt so. Okay, gut, alles klar. So. Okay, gut, worauf gehen wir? Wir haben, ich muss mal schauen, das Problem ist, dass wir, kleinen Moment, wir brauchen Eisen dafür. Das heißt, wir müssen uns erstmal, haben wir hier noch irgendwo ein komplettes Equipment? Nein, also wir dürfen ja nicht diesen, also den Bogen dürfen wir verwenden, ja? Der Bogen ist zu verwenden, ja. Pfeile haben wir 9 Stück, okay. Wir haben 10 Verzauberungen noch drauf, das ist nicht so viel. Aber wir werden versuchen natürlich hier erstmal alles nochmal, also komplette Chestplate, zack, dann einmal eine Hose, zack, dann einmal Schuhe, zack, einmal noch einen Helm, zack. Okay, so, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir grundsätzlich noch die beiden Sachen. Zack. Zack, zack. Und zack. Okay. Ah nein, jetzt habe ich das Falsche gebaut. Dann brauchen wir noch zack. Achso. Ja, lol. Und zack. Okay, dann legen wir das hier mal raus. Raus aus dem Scheiß. Zack, 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 zack. Okay, gut. So, die Pickaxe nehmen wir mit, aber na gut. So, dann schauen wir mal, was wir denn so Schönes draufbekommen. Das Schwert wäre schön, wenn wir da was Schönes draufbekommen. Ah, Knockback. Knockback. Ja gut, das... Ja gut, ist sowieso rundenbasierend. Von dem her... Warte mal, dann müssen wir hier mal das hier noch abbauen. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, haben wir jetzt noch Zeit, auf jeden Fall. So, dann haben wir das hier einmal... Ah, komm schon. Ich bin nur eine 1 am. Zack. Oh, das ist nicht gut. Protection 1, das ist gut. Helm 1. Ah, Projektil Protection. Protection. Ja, ein bisschen Glück habe ich dahingehend schon mal bekommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, dann packen wir. Ja, das ist hier. Alle Kisten sind hier voll. So wie man es kennt halt, ne? So, das hier darf man nicht, das darf man auch nicht, das darf man auch nicht. Doch, die Pfeile darf ich schon, okay. Dann hätte ich ganz gerne halt auf jeden Fall noch, Ja, warte mal, also, dann machen wir mal so, zack, zack. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, wie viel haben wir denn davon? Haben wir davon noch genügend? Nein, haben wir nicht mehr. Okay, das reicht dann leider nicht. Das ist blöd. Wir gehen aber trotzdem nochmal ganz schnell nach unten. Ja, genau. Okay, das reicht. Ja, okay, gut. Wir haben 2 Minuten haben wir noch. Das reicht zumindest, um uns schnell noch was an Wasser zu holen. Und um uns den Lava-Eimer noch voll zu machen. So, Judy, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Okay. Okay, gut, mehr habe ich jetzt leider auch nicht für die in der kurzen Zeit zusammenbekommen. Das ist ein bisschen blöd. Na, schauen wir mal. So, ich denke. Wobei die Frage ist jetzt die, ne? Warte mal. Die Frage ist jetzt die.
Projektil Protection. Okay, gut, also bist du schon drin? Nee, da bist du. Hallo, na moin. Genau, ich komme gerade angelaufen. Okay. Wir müssen dann nämlich vorher jetzt nochmal was abklären. Ich habe nämlich auf meine Rüstung habe ich Projektil Protection drauf bekommen. Nicht, dass es da wieder ein Problem hat. Projektil Protection ist tatsächlich ein Dingens. Eine Sache, die du verwenden darfst. Ich hatte da sowas drauf. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich muss jetzt halt nur halb so kämpfen. Aber halb so wild. Einfache Rüstung. Das ist halt so wild. Wie wollen wir das halten mit, also wie gesagt, ist ja abwechselnd. Wie wollen wir das halten mit Eimern? Hatten wir das letzte Mal ausgeschaltet? Das letzte Mal hatten wir Eimer ausgelassen. Wir lassen sie auch einfach diesmal aus. Und so ist es dann halt. Weißt du was, das hier lasse ich auch weg. Und probieren wir es einfach mal. Mal gucken, was rauskommt. So, dadurch, dass ich jetzt nur eine halbe Rüstung habe, sollte eigentlich klar sein, wer gewinnt. Aber ja, vielleicht habe ich ja doch eine Chance. Ich glaube noch nicht groß dran. Aber mal schauen, wer weiß ja nie. Warum haust du? Hallo? Ach so, Entschuldigung. Du bist dran. Entschuldigung. Ja, okay. Du darfst nochmal. Habe ich ja zum Glück nicht getroffen. Sonst hätten wir dich nochmal regenerieren lassen dürfen. Lülülülü, mein Fehler. Ich war voll im normalen Kampf. So, Essen habe ich zwar mit, werde ich aber nicht verwenden. Oh, da steckt mein Pfeil, kann ich wieder einstecken. Oh fuck, jetzt habe ich einen Schlag. Also, ich habe daneben gehauen. Juhu! Jetzt bin ich dran. Schlag! Okay. Das ist halt arg laggy halt. Schlag. Mist. Schlag. 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 So. Na, auf jeden Fall, ich halte ein bisschen länger durch und ich treffe auch ab und zu mal, das ist ja schon mal was wert. Aber nicht viel. Lülülülülü. Also regenerieren halt, tue ich schon mal nicht mehr. Das ist halt schon echt. Schlagen? Nee. Jetzt? Nee, immer noch nicht. Sauerei, warum schlägst du nicht? Ja, weil es leckt halt, Mann. Du rennst halt immer irgendwo hin und es leckt halt ohne Ende. Muss man halt echt sagen. Das ist der Sache. Ja, ich weiß, also Lecks sind doof. Schlag, ja, daneben halt schon wieder halt, ne? Es ist echt scheiße halt mit den Lecks. Ja, dafür habe ich ja keine Rüstung. Nur Schlag. Ja, okay, weiter geht's. Ja, jetzt kommt gerade mein Schatz reingerannt, das ist nicht so schön. Ich kann jetzt gerade nicht, ich bin hier gerade mitten im Kampf, Schatz. Das geht überhaupt nicht. Ich kann das auch nicht voll ab. Und ja, die Cam läuft auch. Ja. Kann dir leider gerade nicht helfen. Ich bin hier gerade mitten in Action. Boah, ich kann hier. Dann. So. Schlag. Ah, oh, fuck, man, daneben, Alter. Schlag. Ja, Schlag. Oder Schuss in dem Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen längerer Kampf als beim letzten Mal, wo wir das hatten. Schlag. Scheiße. Scheiße, ey. Eieieiei. Wo mag er sich wohl rumtreiben? Ah, verdammt. Schlag. Schlag. Ah, okay. Oh, fuck, Mann, ey. Daneben, Alter. Scheiße, ja. Nur mal Interesse hat, wie viele Herzen hast du noch? Wie viel hast du denn noch? Warte mal. Also, eins. Eins? Echt? Oha. Ja. Schlag! Ja, genau, Schlag. Oha. Aber hat's ja gesehen. Schlag.
Fehlschlag. Verdammt! Okay, Treffer. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Es war etwas spannender als das letzte Mal dieses Rundenbasieren, ne? Ja, dann muss man sagen, ja, doch, auf jeden Fall. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Ich sag mal so, nachdem ich gesehen habe, was rauskam, habe ich mir schon gedacht, okay, die Runde, die vier Diamanten, holen sie dir bitte raus, die kannst du abschreiben. Aber, wie viel hast du noch gehabt, Dias? Oder 3,5. Es war eigentlich noch relativ stabil. Du hast nur 1,5 also, Schaden gemacht mit dem Dias-Schwert. Es hat nicht viel gebracht, das Dias-Schwert. Ja, ja, ne, wie gesagt, der hat ja auch nur jetzt eins drauf. Ich sag's mal so, dass ich jetzt was zu essen mit hätte nehmen sollen. Naja, ist egal. So, ich muss erstmal, ich darf ja mein Zeugs, darf ich noch zurückholen. Und dann danach ist dann auch hier theoretisch wieder PvP. Praktisch weiß ich nicht, ob du es jetzt schon haben willst oder nicht. In jedem Fall, es war ein spannender Fight, muss man sagen, dass ich verloren habe, ja gut, wie gesagt, ich habe es schon mit eingerechnet, vielleicht hätte ich sogar gewonnen, hätte ich nicht, wäre ich nicht so trottelig gewesen und hätte zwei Rüstungsteile ausziehen müssen. Ich hätte zwar dann keine Dia-Rüstungsteile, oder hätte ich schon machen können, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, du hättest halt nicht die Dia-Rüstung machen sollen, damit hast du einige Dias auch verloren, glaube ich jetzt. Ja, weil die Dia-Rüstung hatte ich schon vorher. Achso, okay, gut. Oh. Jo. Denn... Alles gut. Dann habe ich jetzt vier Diamanten. Dankeschön. Ne? Soweit gut. Oh. Enderman? Oh. Der leckt aber auch. Das ist schön, dass das funktioniert hat. So, Enderperle. Wuhu. Juhu. Ja, Enderperlen sind ja momentan noch selten. Auch bei dir, soweit ich weiß. Ja, das stimmt, ja. Aber vielleicht ändert sich das bald. Irgendwann einmal. Wer weiß. So. Genau, wer weiß das schon. Weißt du was, wir machen das so. Ich zieh mal den Scheiß hier aus. So, da lang. Naja, das macht ja nichts. Das hat ja eh nur Zauberkraft. Okay. Okay. So, wir gehen mal runter in die Höhle. Ich mute mich. Ja, ja, geh da mal runter. Okay. Gut, so, folgendes. Ich habe mir natürlich auch nochmal ein paar Transfer. Also wir sind erstmal natürlich auf jeden Fall wieder in einer neuen Aufnahme. Und ich habe mir natürlich überlegt, wir haben hier einen Transfer nur die Items. Ich habe keinen Redstone. Okay, gut, das ist schon mal ein kleines Problem. Das ist schon mal nicht gut. Haben wir eine Kiste haben wir hier noch. Der Ofen selbst arbeitet gerade gar nicht für uns mit. Das ist nicht gut. Kommt momentan irgendwie zu wenig Holz, kann das sein? Der kriegt er noch Energie? Ja, ja, Energie kriegt er hier noch alles. Energietechnisch ist das auf jeden Fall gut. Könnten hier mal noch ein Upgrade Iron hat er auf jeden Fall drin. Sludge. Kann das sein, dass er voll ist? This machine has stuffed items. Kann das sein, dass der vom das Sludge halt voll ist hier? Und dadurch dann nichts mehr produziert wird. Das wäre natürlich ungünstig. Müssen wir, denke ich mal, noch ein Stück, kann man das abpumpen irgendwie? Ach ja. Wir haben da doch mit Sicherheit was... Da haben wir doch mit Sicherheit was gemacht. Also, wir gucken mal nach. Hier drin nicht. Okay, wenn hier drin... haben doch mit sicher, wir hatten doch mal irgendwo, das hatten wir schon mal auf jeden Fall vorbereitet, dass wir irgendwie Transfer nur die Items, Liquids. Hier auf jeden Fall nicht, schade. Hier vielleicht. Hier haben wir auch nur noch Transfer Pipes. Aber auf der Suche nach den Liquid Nodis. Wir das hinten bin? Ne, hinten können wir das gar nicht benutzt haben, glaube ich. Ich finde es halt aber nicht. Das ist halt so behindert, dass ich es nicht finde. Ach man, wo ist das denn hin? Der Scheiß, der nervt mich ohne Ende. Und ich habe halt auch viel zu wenig Redstone, um mir was Neues zu craften. Wobei, hier unten haben wir noch ein bisschen Gold. Hier, okay, hier liegt noch Eisen, hier liegt noch Gold. Nein, nee. Ach ja, ich brauche alles Mögliche. Also, gut, fangen wir erstmal ganz normal an. Fangen wir erstmal damit an, dass wir hier das hier. Also, bräuchten wir Redstone, Lapis Lazuli und ein
Okay, das heißt, das wäre, glaube ich, relativ einfach noch. Das heißt, wir brauchen einfach das hier einmal oben hin. Dann brauchen wir zwei Eimer, die kriegen wir, glaube ich, noch hin irgendwie. Und jetzt zwei Eimer gerade noch am Start. Hier zumindest nicht. Hier auch nicht. Ach man, das ist doch kacke schon wieder. So, zack, zack. Ja, warte mal, so hier war ein Eimer, ne? Ja. Ach man, Mann. Okay, dann haben wir hier Liquids. So, ja. Wir müssten eigentlich. Also mit einer Enderperle kriegt man zwei raus. Okay. So, noch ein Redstone-Block. Wunderbar, zack. Liquids, dann Redstone an die Seite. Einmal ran. Das hier so hier. Und dann einmal das. Nee, das klappt auch nicht. Also das ist für ihn. Also das wäre mit einer Kiste. Liquids wäre das Lapis Lazuli dann an der Seite. Okay. Gut, das mit dem Lapis dürften wir soweit hinbekommen haben. Das ist schon mal ganz gut. Wir schauen mal, dass wir. Hier haben wir noch das Molten Gold. Nehmen wir das hier einfach mal mit. Zack. Und packen das hier einfach mal ran. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so verloren gehen kann. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie abtanken können. Ist da irgendwas voll? Ist vielleicht die Kiste voll? Die Kiste hier voll? Ah ja, die Kiste hier ist voll. Deswegen funktioniert das nicht mehr. Okay. Dann ist es natürlich, ja, dann ist es natürlich klar, wenn es nicht funktioniert. Okay. Dann ist das klar. Okay, dann gucken wir nochmal nach oben. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Ja, okay. Gut, so, das Problem konnten wir jetzt zumindest schon mal lösen. Das ist schon mal ganz gut. Produziert die Baumfarben zumindest erstmal wieder weiter. Also, der Ofen bekommt jetzt auch direkt. Okay, der hat ja auch schon wieder direkt was bekommen. Hier, Kohle haben wir noch genügend. Hier der Generator, der pumpt noch destabilisiertes Redstone, haben wir hier noch am Start. Hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir Electric Furnace, okay, Maserated. Noch oder nicht mehr? Eher nicht mehr. Ja, dürfte nicht mehr momentan machen. Und dann hätte ich ganz gerne. Ja, da müssen wir mal mit der. Müssen wir mal per Hand rangehen, glaube ich. Wir einfach mal hier die Axt nehmen und gut, also dann nehmen wir auch noch den Baum hier weg. Okay, so dann können wir auch noch den hier kurz wegnehmen. Haben wir uns eine andere Axt reingenommen? Nee, haben wir nicht, aber das ist auch nicht so besonders wichtig, weil wir dadurch zumindest zwei Kisten auf jeden Fall hinbekommen. So. Eigentlich schon mit besseren Kisten angefangen. Ja, da habe ich auch noch nicht angefangen mit besseren Kisten. Da könnte man vielleicht auch noch was machen. Können wir mal. Aber das wird, glaube ich, relativ teuer. Wir gucken mal. Iron Chest. So, Chest.
Wo sind die denn? Ah, hier sind die. Ich hätte gerne eine Iron Chest. Einfach nur mit Eisen drumherum. Na gut, das kriegen wir hin. Okay, zwei Stück. Und damit können wir dann auf jeden Fall schon mal schön wieder runtergehen. Können nochmal hier ein Stück weit unsere Kohle noch mitnehmen. Und dann machen wir den Move hier. Uns fehlt, glaube ich, ein Stück weit noch das Redstone, ne? Ein paar Stück zumindest davon. Dann hätten wir nämlich noch weiter produzieren können. Ja, okay. Gut, ich hoffe mal, dass wir hier unten nochmal was ranbekommen. Zack, lalalala. Okay. So, das ist drin. Gut, dann wäre es schon mal ganz wichtig, dass wir hier nochmal auf jeden Fall die Tüttel angestellt bekommen. So, zack. Und so, Excavate. Nummer 25. Erstmal hier ein bisschen Monster farmen. Ja, entspann dich. Okay, gut, wir müssen mal aufpassen. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel von unserem Chatpack. Genau. Zack. Okay, dann können wir auf jeden Fall wieder hoch. So, ich glaube, es ist auch dunkel draußen, wenn ich mich richtig entsinne. Können wir mal nach hinten schauen, ob wir da. Kisten sind hier, glaube ich, alle relativ voll, ne? Ja. Zack, 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 zack. Na gut. Das eine können wir hier. Oh, hier haben wir noch ein. Oh, hier haben wir ein Ei. Nehmen wir doch gleich mal hier. Und zack. Ah, nee, hat leider nichts ergeben. Schade. Schade. So, das nächste wäre dann, hier haben wir noch Uraniumerz, das packen wir mal hier mit rein. Dann werden wir mal den Rest der Folge noch einfach nur ein Stück weit noch die Kisten so weit sortieren, dass es auf jeden Fall wieder ein Stück weit passt. Also wir nehmen mal das hier raus, hier die Water Shard kann man auch mal rausnehmen, das kommt auf jeden Fall auch noch mit raus. Das hier soll in erster Linie so eine Equip-Truhe halt werden. Flux-Kristall, damit hat man ja angefangen gehabt, verschiedene Shards. Wobei die Kiste halt jetzt auch schon wieder voll wäre. Das heißt, wir können ja hier mal wegen daneben dann gleich noch die Eisentruhe auf jeden Fall platzieren. Da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein wenig mehr davon. Dann wäre der nächste Part, wäre, dass wir das hier nach drüben erstmal packen. Zack.
können wir erstmal hier wieder noch was durchschmelzen lassen. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier noch ein bisschen was an Gold. Wir haben hier Silber, haben wir hier noch. Hier unten ganz viel Aluminium. Und viel Kupfer. Werden wir einfach mal durchbraten, denke ich. Im Maze Waiter. Der momentan allerdings immer noch keinen Strom hat, so richtig. Genau, so, jetzt hat er auf jeden Fall zumindest Strom. Das ist schon mal gut. Dann können wir nochmal schauen, dass wir hier das hier nochmal reinpacken. Und dann habe ich für meinen Teil jetzt gerade aktuell nicht mehr so viel zu tun. Dann müsste ich eigentlich auf Enderman-Jagd gehen. Wir können ja mal schauen, ob wir den einen Enderman dort bekommen. Der ist sogar eher in meiner Richtung, nämlich dort hinten. Schauen wir mal. Das wäre wirklich wichtig, wenn wir hier diese Enderperle bekommen würden. Okay, so, wo ist er? Hat doch gerade hier noch einen Enderman gehabt, oder? Ist er schon wieder weg, oder was? Lol. Ich glaube, der ist schon wieder weg. Ah, super. Warte, war noch auf der Karte drauf. Super. Ja doch, da ist er. Wird mir schon wieder angezeigt, ey. Der Boy. Zumindest hier auf dieser Ebene. Das heißt, er wird wahrscheinlich hier in einem Höhlensystem hier unten irgendwo drin sein. Wenn mir hier oben nicht angezeigt wird. Ist er eigentlich hier genau? Ah, doch, da ist er. Kann ich ihn killen? Gar nicht so. Ich glaube ja. So, ich frage mich gerade, was der Black macht. Ich guck mal. Bin ja, glaube ich, wieder ein bisschen ahead. Und dann. Und der ist hier unten. Oha, ja, jetzt bin ich zurückgeportet worden. Ich war nicht mal in seinem Gebiet. Okay, gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und jo, bis gut, zum nächsten Mal. Mach mal den Rest in der nächsten Folge. Leute, danke fürs Einschalten. Auch von mir. Bis dann. Tschüss.